Hallo und herzlich willkommen im Wald, hier auf meiner kritische Themenansprechbank. Die habe ich schon bei dem Survival-Unfood-Video verwendet und saß hier auch schon häufiger, bei Videos nichts geworden sind. Aber heute geht es um Echinococcus multilocus, glaube ich. Heißt er so? Keine Ahnung. Den korrekten Nachnamen, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Echinococcus ist schon mal richtig. Jedenfalls geht es um den Fuchsbandwurm. Ein sehr heikles Thema, weshalb ich eben auf der heiklen Themenbank auch hocke jetzt wieder. Es ist so, da gibt es jetzt viele Gerüchte zum Fuchsbandwurm. Ich habe als Kind gelernt, dass der Fuchsbandwurm, den man sich holt, dass man sich den holen kann, wenn man Beeren isst, die weit am Boden wachsen, also quasi auf einer Höhe, dass der Fuchs halt theoretisch draufscheißen kann, auf gut Deutsch. So habe ich das als Kind gelernt, deshalb sollte ich sowas nicht essen, beziehungsweise ich sollte halt beim Beerenpflücken darauf achten, dass ich die Beeren ab 30 cm Höhe bloß pflücke, also dann an irgendwelchen Böschungen, wo man halt eben gut an höher gelegene Beeren auch rankommt. Das ist natürlich dann von daher wieder ein bisschen fragwürdig, diese Methode, weil an der Böschung kommt auch der Fuchs an höher gelegene Beeren ran. Aber dieser Tipp ist wirklich eigentlich sehr gut, denn man muss wissen zur Biologie des Fuchses, dass der Fuchs kein Interesse daran hat, möglichst im hohen Bogen irgendwelche Dinge weit oben anzuscheißen, sondern der sucht sich vorzugsweise zum irgendwo hinscheißen Punkte, die er markieren möchte, weil er eben durch Kot sein Revier markiert, teilweise wohl auch irgendwie Weibchen imponieren möchte, die Männchen, inwiefern die Weibchen durch ihren Kot mit ihren beiden Afterdrüsen irgendwie Paarungsbereitschaft symbolisieren, dass zumindest dann der Rüde da eben sehen kann, die ist jetzt soweit, da kann ich mich mal langsam auf die Lauer begeben, auf die Jagd begeben, wenn man so möchte. Das funktioniert auch irgendwie. Aber für all diese Techniken, die der Fuchs diesbezüglich anwendet, ist es natürlich wichtig, dass der Kot irgendwo liegt, wo er gut zu riechen ist, beziehungsweise gut wahrzunehmen für andere Füchse. Das heißt, der Fuchs scheißt vorzugsweise an exponierte Orte und ganz bestimmt nicht absichtlich an irgendwelche Beeren. Da müsste er dann schon aus Versehen da was fallen lassen, und das tut er normalerweise nicht, weil er viel Revier zu markieren hat und nur begrenzte Vorräte an Material, das dazu dient. Die Chancen, dass also so eine Beere kontaminiert ist mit Fuchskot und damit mit möglicherweise, und zwar gar nicht mal so unrealistisch, mit Fuchsbandwurm, ist also relativ gering mal wieder. Aber ich glaube, in Baden-Württemberg sind sogar 74% der Füchse, da gab es mal irgendwann mal so eine Zahl, ich weiß nicht mehr, inwiefern die jetzt aktuell ist noch oder nicht, aber da hatten wir mal tatsächlich 74% der Füchse mit mehr oder weniger Fuchsbandwurm kontaminiert. Jetzt ist es so ein Fuchsbandwurm, das hängt jetzt halt natürlich auch davon ab, wie viele Fuchsbandwürmer, also wie viele Würmer, Individuen im Fuchs leben, aber so ein Fuchsbandwurm gibt pro Tag einmal einen Teil seines Körpers, so ein hinteres Segment von sich selbst, ab, das dann einmal pro Tag im Fuchskot landet. Blöd ist jetzt halt eben nur, dass wenn der Fuchs mehrere Bandwürmer hat und die ihre Eier quasi über den Tag verteilt abgeben, dann auch mehrfach der Fuchskot über den Tag verteilt mit Bandwürmern belastet ist. Aber immerhin, es ist doch mal ein bisschen beruhigend, dass die Möglichkeit besteht, dass selbst bei einem mit Fuchsbandwurm infizierten Fuchs diese Portion Kot, die jetzt gerade auf unsere Beeren fällt, nicht mit Fuchsbandwurm kontaminiert ist. Und zu diesem Zweck noch mal ganz kurz der Lebenszyklus vom Fuchsbandwurm, also der adulte Fuchsbandwurm, der Erwachsene, der da angekommen ist, wo er ursprünglich hin wollte, hängt im Dünndarm vom Fuchs. Deshalb heißt er auch Fuchsbandwurm, macht da Folgendes, besteht im Prinzip nur aus einem Mund, mit dem er sich am Fuchsdarm, an der Darmwand festhält. Eine andere Funktion hat dieser Mund nicht. Dann besteht er quasi aus einer Hülle und ist gefüllt mit Reproduktionsapparaten. Also im Prinzip macht er nichts anderes, als durch seine Hülle den Nahrungsbrei aufzunehmen, der ohnehin durch den Dünndarm fließt. Deshalb ist es relativ praktisch, im Dünndarm zu wohnen, weil man da überhaupt nichts mehr braucht, um irgendwie Nahrung aufzunehmen. Den kann man einfach durch die eigene Zellwand quasi laufen lassen. Und ja, diesen Nahrungsbrei verwendet er dann im Prinzip
fast ausschließlich zur Reproduktion, muss so ein ganz paar Stoffwechselvorgänge am Laufen halten. Aber eigentlich macht er nichts anderes als den ganzen Tag Eier produzieren. Und zwar befruchtete Eier mit sich selbst. Das ist also ein Wesen, das sich selbst befruchten kann. Es ist zwar im Prinzip sexuelle Fortpflanzung, aber halt eben selbst befruchtet. Nicht sehr effektiv, aber andererseits für den Wurm reicht es offensichtlich. Diese Eier werden dann eben zusammen mit dem Hinterleib des Wurms ausgeschieden, einmal pro Tag, wie eben erwähnt. Und der Hinterleib wächst nach und dann füllt er sich wieder mit Eiern und wird wieder abgeschieden. Und immer so weiter und immer so weiter. Und jeden Tag werden da pro Wurm so ungefähr 200 Eier abgegeben. Und diese Eier liegen dann erstmal halt eben in Form des Kots vor. Dann hoffen die Eier in Anführungszeichen dann von irgendwelchen Pflanzenfressern, von Mäusen aufgenommen zu werden. Also nicht von irgendwelchen Tieren, sondern primär wirklich Mäuse, Wühlmäuse, echte Mäuse, das ist egal, Hauptsache Mäuse. Und in den Mäusen schlüpfen die Eier quasi, wenn es warm wird und es geht ihnen gut. Und daraus schlüpfen dann die Initialwurmstadien, das Larvenstadium 1, das sich dann nach Möglichkeit in der Leber der Maus irgendwie da über Blutbahnen und Ähnliches hin vorbereitet und sich dann in der Leber der Maus festfrisst. Und da sich dann teilt durch Knospung, also das ist so eine Art Zellteilung im Prinzip. Und irgendwann ist halt die komplette Maus zugewuchert mit Larvenstadium 2 dieses Wurms. Das sind so kleine, eklig aussehende Kügelchen, also sehr klein. Und eine entsprechende Maus, die schwer mit Fuchsbandwurm befallen ist, wenn man die aufschneidet, sieht überhaupt nicht lecker aus. Ihr könnt euch dazu mal den Wikipedia-Artikel angucken und auch durchlesen, wenn ihr sowieso schon dabei seid. Da gibt es ein, naja, schönes Bild von so einer sehr mit Fuchsbandwurm befallenen Maus. Nicht so lecker. Jedenfalls Ziel und Zweck des Ganzen ist es, dass die Maus immer schwächer wird, weil immer mehr tumorartige Wurmausbreitungen in ihr leben. Das funktioniert quasi wie ein Tumor. Und irgendwann verreckt die Maus natürlich, beziehungsweise bevor sie verreckt, ist sie schon vorher leichte Beute und einfach zu fangen für eben den Fuchs nach Möglichkeit. Und der Fuchs frisst dann natürlich die ganzen Finnen, diese Larvenstadien des Fuchsbandwurms mit und die landen dann bei ihm natürlich da, wo sie hinwollen, im Dünndarm. Und dann hat der Fuchs entsprechend, der kann sich auch dagegen wehren. Auch ein Fuchs hat ein Immunsystem, das ein bisschen gegen diese Dinger vorgeht. Aber wenn das so richtig, richtig viele sind, hat der Fuchs dann keine großartige Chance mehr dagegen, was zu tun. Daher hat eben, ja, in Baden-Württemberg 74% der Füchse nach der letzten Zahl, die es da halt eben gibt, offiziell einen Fuchsbandwurm. Das ist je nach Bundesland weniger dramatisch. Hier bei uns im Südwesten ist es wie mit allen Krankheitserregern bei uns hier so der Hotspot, mehr oder weniger. Dafür haben wir Maroni. Habt ihr nicht im Norden. Ihr mögt zwar länger leben vielleicht und ohne Parasiten, aber ihr habt nicht so was Gutes zu essen. Ja, gut, so kommt jedenfalls der Fuchsbandwurm von Maus über Maus wieder in Fuchs. Was er gar nicht beabsichtigt, ist im Mensch zu landen. Sei das nun als Ei oder als Finne, also als dieses Larvenstadium. Das will er eigentlich nicht dahin und er kann sich im Mensch auch nur sehr schlecht entwickeln. Und bleibt im Mensch dann dummerweise aber nicht unbedingt im Dünndarm, sondern wandert eigentlich quasi überall hin und macht einen Haufen Unsinn in Anführungszeichen. Ist wie Krebs, weil auch da haben wir quasi das Gleiche, was er in der Maus tut. Er kann sich nicht zu seinem Adultenstadium, das im Darm hängt und einfach nur Eier produziert und ansonsten eigentlich gar nicht weiter schlimm ist. Für so einen Fuchs, der kann viele, viele, viele Fuchsbandwürmer haben und sein Leben lang davon gar nichts groß mitkriegen. Aber bei uns macht er halt eben das nicht, was er normalerweise tut, sondern der nistet sich in irgendwelchen Organen, Gewebematerial ein und verbreitet sich da dann halt eben quasi das Gleiche wie in der Maus und das funktioniert wie ein Tumor. Es ist zwar technisch gesehen keine eigene Zelle, die sich unkontrolliert teilt, aber es sind halt Fremdzellen, die sich unkontrolliert teilen und macht im Prinzip genau dasselbe und ist genauso tödlich. Das mehr oder weniger Gute daran ist jetzt, dass der eben so eine sehr stark reduzierte
Teilungsrate, wenn man so will, im menschlichen Körper hat, dass das Ausbrechen der Krankheit, also dass man überhaupt Symptome bemerkt, dass man Fuchsbandwurm hat, das dauert wohl 10 bis 15 Jahre, so irgendwo, 5 bis 15 Jahre, Entschuldigung, irgendwie so um den Dreh kann das dauern, es hat wohl auch schon noch länger gedauert. Und bis man dann quasi wirklich schlimme Symptome durch den Fuchsbandwurm bekommt, ist auch noch mal eine lange Zeit, bis das dann wirklich schlimm wird. Also man kann in einem normalen Verlauf von einer Fuchsbandwurmerkrankung von 20 Jahren zwischen Infektion und Tod vom Mensch ausgehen. Das heißt, wenn ihr im Wald lebt und seid, sagen wir mal 65, dann macht euch keine, dann ist es eh egal, bis ihr euch der Fuchsbandwurm umbringt, werdet ihr sowieso gestorben wahrscheinlich. Wie dem auch sei, Fuchsbandwurm ist nicht wirklich witzig, denn es gibt da so ein paar Dinge, die meiner Meinung nach falsch sind und deshalb hocke ich hier auf meiner Dinge, die falsch sind, Aufklärbank. Nämlich, es wird teilweise das Thema Fuchsbandwurm meiner Meinung nach verharmlost. Es ist richtig, dass statistisch gesehen die Chance, dass man einen Fuchsbandwurm bekommt, super, super, super ultra gering ist. Sämtliche Zeckenerkrankungen ist viel wahrscheinlicher. Aber diese Statistik geht ja nicht davon aus, dass man im Wald rumrennt und ständig irgendwelches Grünzeug, was logischerweise am Boden wächst, futtert und ständig irgendwelche Beeren aus dem Wald futtert. Dazu gibt es dann dieses schöne Argument, dass es keinen einzigen nachgewiesenen Fall von einer Infektion beim Menschen durch Fuchsbandwurm über kontaminierte Lebensmittel, also sprich Beeren oder Blätter oder sonst was, was am Boden im Wald gewachsen ist oder eben kontaminiertes Gemüse aus dem heimischen Garten, da ist kein Fall belegt, dass das so zustande gekommen ist. Ganz, ganz, ganz großes Aber in diesem Fall, auch wenn ich sonst ein großer Freund der Wissenschaft und der Statistik bin, ist, dass man da dazu sagen muss, dass gerade in Deutschland, und das ist so einer der Hotspots für den Fuchsbandwurm, es bis, ich weiß nicht bis wann, aber spätestens, also auf jeden Fall im 17., 18. und 19. Jahrhundert gab es noch keine Meldepflicht für Fuchsbandwurm. Wenn also zu dieser Zeit, und das war eben die Zeit, als die Leute auch noch regelmäßig so Grünzeug aus der Natur gefressen haben, jemand mit Fuchsbandwurm an Fuchsbandwurm erkrankt ist, dann hat das eben einfach keiner mitbekommen. Das ist nicht dokumentiert. Die Ärzte haben es wohl zur Kenntnis genommen und haben halt eben zur Kenntnis genommen, dass sie da nicht viel tun können, aber haben jetzt nicht Buch geführt. Ich habe XY-Fälle von Fuchsbandwurm gehabt und inwiefern man das damals auch korrekt erkannt hat, ist noch eine andere Frage. Der Fuchsbandwurm ist relativ unspezifisch in seinen, also die Echinokokose, die Krankheit, die vom Fuchsbandwurm Echinokokose, so heißt's, die Krankheit, die eben vom Fuchsbandwurm ausgelöst wird, ist sehr unspezifisch und ich weiß nicht, ob man das damals so korrekt nachweisen konnte. Was wir also aktuell haben, ist eben die Statistik, die besagt, dass beim normalen Leben in der Industriegesellschaft eine Infektion mit Fuchsbandwurm unglaublich unwahrscheinlich ist und wenn sie erfolgt, dann in allermeisten Fällen bei Hundehaltern dadurch, dass sie diese Fuchsbandwurm-Eier abbekommen, weil der Hund entweder mit dem Fuchsbandwurm infiziert ist oder der Hund im Wald rumgerannt ist durch sämtliches Gestrüpp und ihm dann Fuchsbandwurm-Eier im Fell hängen geblieben sind, die dann aufgestäubt wurden, denn man kann die auch durch Einatmen quasi inhalieren sozusagen und dann landen sie auch im Körper und können sich da eben entsprechend schlüpfen und ausbreiten, das geht also auch. Und dass so ein Hundefell eben staubt, wenn man den Hund streichelt, das kommt halt dann doch mal relativ wahrscheinlich vor und wenn der dann halt dummerweise dann da Eier drin hatte, kann das halt durchaus sein, dass man die dann eben einatmet. Das ist wahrscheinlich, aber auch nur mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht sicher, der häufigste Infektionsweg mit Fuchsbandwurm. Das ist in 75% der Fälle wahrscheinlich auf mehr oder weniger diesem Weg passiert. Kann auch mit Katze, muss nicht mit Hund, aber meistens war es wohl mit Hund. Wie gesagt, es ist kein Fall nachweisbar, wo das durch Futter, Futter, Futter von Blättern gekommen ist. Und dazu muss man jetzt auch noch dazu sagen, so ein Fall ist auch deswegen nicht nachweisbar, weil man in den vielen, vielen, vielen Fällen von Fuchsbandwurminfektionen diese Infektion halt eben erst sehr spät bemerkt, also erst nach 5 Jahren oder was, wenn die ersten Symptome auftreten.
und dann absolut nicht mehr klärbar ist, durch welchen Weg jetzt diese Infektion erfolgt ist. Das kann man überhaupt nicht mehr wissen. Die Möglichkeiten, also festzustellen, auf welchem Wege die Infektion überhaupt erfolgt ist, ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Groß angelegte Studien dazu gibt es in Ländern, wo man das bezahlen kann, nämlich in China. Und da sind die Lebensbedingungen gerade in den ländlichen Dörfern, in denen das gemacht wurde, auch wieder ganz andere bei uns. Und das ist dann auch wieder sehr schwer zu vergleichen. Worauf ich hinaus will, es gibt keine sichere statistische Ausgangslage, wissenschaftliche Ausgangslage, um wirklich sichere Angaben dazu machen zu können, wie hoch das Infektionsrisiko für jemanden ist, der in der Natur regelmäßig Grünzeug und Beeren und sonstiges futtert. Es ist definitiv viel, 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 viel höher als diese beschönigende Aussage, es ist kein nachgewiesener Fall bekannt. Gut, was kann man jetzt gegen den Fuchsbandwurm tun? Zunächst mal, wenn man den dann hat und die Erkrankung schon ein kleines bisschen länger her ist und dann auch schon eventuell erste Vermehrungsreaktionen, Anpassungsreaktionen des Wurmes im Körper stattgefunden haben, behandelt man den tatsächlich quasi auch so ähnlich wie Krebs. Weil es ist ja vom Schaden, den er anrichtet, her auch irgendwo Krebs. Und ja, wie erfolgreich die Behandlungsraten bei Krebs im späten Stadium sind, brauche ich euch nicht erzählen. Im frühen Stadium, gut, da geht's, aber ist trotzdem nicht unbedingt gut und die Behandlung ist in keinem Fall lustig. Also anders als Borreliose, die man mit ein paar Antibiotika fressen, im Idealfall, nur im Idealfall. Das kann auch böse enden, aber im Idealfall, und das ist auch relativ häufig der Fall, wenn man es frühzeitig merkt, kann man Borreliose ja mit ein paar Antibiotika fressen relativ gut, ohne Klinikaufenthalt und ohne großartige Einschränkungen, großartige Schlechtfühlen des Betroffenen quasi bekämpfen. Aber das ist halt eben beim Fuchsbandwurm definitiv nicht der Fall. Ist komplett heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt wird, aber nur mit riesigem Aufwand, der absolut keinen Spaß macht. So, was können wir jetzt also hier draußen in der Natur tun, um unser Infektionsrisiko mit dem Fuchsbandwurm möglichst gering zu halten? Maßnahmen, also da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die man, wenn man so richtig paranoid sein will, tun kann. Und die nenne ich euch jetzt einfach mal alle und ihr könnt dann für euch selber entscheiden, was ihr davon gerne tun wollt. Am paranoidesten ist es vielleicht, paranoid ist eigentlich ein falsches Wort, es ist am sichersten, wäre es, wenn man bei Holzarbeiten im Wald, also bei Dingen, bei denen Holzstaub aufgestaubt wird. Denn in allem, was Holzstaub aufstaubt und überhaupt Staub aufstäubt, können auch diese wirklich winzig kleinen Fuchsbandwurmeier, die möglicherweise einfach irgendwo im Wald rumliegen und übrigens sehr lange haltbar sind, in Anführungszeichen, also nach Ausscheiden aus dem Fuchs, können die noch locker 7 Monate prima überleben und auch entsprechend schlüpfen, wenn sie dann in ein geeignetes Milieu kommen. Aber alles, was Staub aufwirbelt in der Waldarbeit, in irgendwelchen Tätigkeiten in der Natur, birgt ein gewisses Risiko mit sich, dabei diese Aufwirbelung dieses Staubes auch ein Fuchsbandwurmei im staubförmigen Zustand sozusagen aufzuwirbeln. Dieses könnte man einatmen und es würde so in den Organismus gelangen. Daher, wenn man super paranoid sein möchte, jetzt habe ich schon wieder paranoid gesagt, egal, vorsichtig sein mit Einatmen von Staub im Wald, beziehungsweise sogar einen Mundschutz tragen. Also so ein Staubschutzding da, wie man sie aus dem Straßenverkehr in lustigen chinesischen Großstädten kennt. So, dann natürlich alle weiteren Wege führen, also erstmal übers eigene Haustier, da will ich mich jetzt gar nicht einmischen, das ist dann schon wieder ein Zivilisationsproblem, hier geht es ja jetzt um den Wald. Alle anderen Wege führen größtenteils, also dass man sonst So, die anderen Infektionswege führen dann alle mehr oder weniger über den Verdauungstrakt, also über den Magen, also über Verschlucken eines Eis. Das passiert ganz gerne mal von den Hardcore-Survivern, die anfangen, Nagetiere wie Mäuse oder Ratten zu verspeisen, wenn die nämlich dann irgendwie mit Fuchsbandwurm infiziert sind. Und das kann ja auch im Initialstadium sein, wo der gerade angekommen ist, der Wurm, und man sieht es eben nicht beim Aufschneiden des Tieres. Wenn das Ding voll ist mit Fuchsbandwurm, dann wird man es durchaus bemerken, weil das sieht alles andere als appetitlich aus. Aber wenn halt eben der Fuchsbandwurm gerade erst angekommen ist, ist er trotzdem da, man sieht es nicht. Und verspeist dieses Vieh dann unzureichend erhitzt,
dann hat man den auch. Also da kann definitiv auch was schief gehen. Was auch ebenfalls passieren kann, ist einfach bei der Zubereitung, wenn man das Vieh noch häutet und aufschneidet und sonst was tut und sich dabei mit den Händen dann irgendwie ins Gesicht fährt und da klebte gerade ein Ei dran, dann hat man es eben auch wieder intus. Grundsätzlich gehen die kaputt, wenn man sie mehrere Minuten über 70 Grad erhitzt. Besser 85 Grad, die Temperaturangaben variieren eben von 70 bis 85 Grad. Ich würde mal sagen, wie bei jedem anderen auf Eiweiß basierenden Organismus auch, sollten eigentlich 74 Grad ausreichen. Und normalerweise ist eine längere Erhitzung über längere Zeit auch eigentlich nicht notwendig. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen und man kann ja auf mal sicher gehen, dass meinetwegen halt dann eben 5 Minuten lang auf 80 Grad erhitzen. Und wenn man es auf 80 Grad erhitzt, dann kann man es auch gleich kochen. Zum Abkochen ist nochmal zu diesem Punkt schnell kurz hinzugefügt, wenn man sich irgendwelche hohen Gebirgen befindet, sinkt ja der Kochpunkt des Wassers und man muss entsprechend länger kochen und ab einer bestimmten Höhe, ich glaube 6000 Meter oder was, kann man nichts mehr sicher abkochen. Aber da, wenn ihr da überleben wollt langfristig, dann habt ihr definitiv was anderes dabei, als nur die Möglichkeit, Wasser abzukochen. Wie dem auch sei, gebratene Speisen werden ja grundsätzlich weit über 100 Grad erhitzt. Also wenn man sich die Maus grillt, die man essen will, dann ist da auch alles tot und das ist dann eigentlich sicher. Also das Kritische ist halt eben die Zubereitung. Das gilt auch für alle anderen Tiere, die man in einem möglichen Survival-Szenario oder eben auch jetzt als Jäger im Wald erlegt hat. Da muss man immer auf seine Hygiene achten und aufpassen, dass man eben keinen Staub aus dem Fell von einem erlegten Tier einatmet oder halt eben mit erlegtem Tiermaterial kontaminierte Hände sollte man sich nicht ins Gesicht klatschen. Das gilt dann im Übrigen auch fürs Haustier, aber darauf will ich ja gar nicht so sehr eingehen. Dann kommt jetzt als letztes noch diese kritische Geschichte mit dem Pflanzenmaterial. Da habe ich ja eingangs diesen Tipp erwähnt, den man mir in meiner Kindheit mit auf den Weg gegeben hat zum Verzehr von Pflanzenmaterial aus der Natur und der gilt nach wie vor immer noch. Zusammen mit dem Wissen, dass der Fuchs nicht nach oben scheißt, sondern nach unten, ist das so auf jeden Fall mal die grundlegende Sicherheitsmaßnahme, die man, wenn man jetzt nicht wirklich auf jede Beere, die im Wald wächst, angewiesen ist, definitiv ergreifen kann, um schon mal ein riesengroßes Maß an Sicherheit gegen den Fuchsbandwurm zu bekommen. Das reduziert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Fuchsbandwurm, ein Ei davon verschluckt, schon mal erheblich. So, das wären jetzt also die möglichen Infektionswege gewesen. Natürlich gilt auch bei Pflanzenmaterial, wenn man es kocht oder brät, dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit auch wieder nahezu null. Aber da ist auch wieder auch das gleiche wie bei den Tieren. Beim Sammeln und beim Rumhantieren im Pflanzenmaterial wäre es möglich, dass einem eben Fuchsbandwurmeier an den Händen kleben. Und wenn man dann diesen hier macht, dann hat man die halt auch möglicherweise intus. So. Jetzt ist allerdings, will ich das Ganze auch nicht überdramatisieren, es ist nicht so, dass man sobald man ein Fuchsbandwurm-Ei mal verschluckt hat oder eingeatmet hat, sofort von dem Vieh infiziert ist, sondern da braucht man schon viele Eier dafür und in der Regel braucht man auch viele Infektionen. Es gibt eine Zahl dazu, aber ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass die stimmt, die besagt 10%, also pro Ei dann aber scheinbar, pro Infektion mit Fuchsbandwurm-Material, wobei sehr unwahrscheinlich ist, dass man mal nur ein Ei abbekommt. Also die liegen ja schon so ein bisschen auf dem Haufen, diese Eier. Da wird man dann wahrscheinlich gleich 20, 30, 40 oder 50 von denen abkriegen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, auf was diese 10% da quasi beruhen. Ich habe den wissenschaftlichen Artikel dazu jetzt nicht komplett gelesen, ehrlich gesagt, weil das ist Medizinerdeutsch, da steige ich nicht durch. Also wahrscheinlich pro stattgefundene Infektion mit einer nicht genauer bekannten Zahl von Eiern, weil ich denke, das werden die in ihren entsprechenden Versuchen auch nicht nachweisen können, wie viele Eier das jetzt gewesen sind, die da jedes Mal aufgenommen worden sind. Aber da haben wir halt eben diese 10%, dass das eben das Risiko ist, dass die Eier sich einnisten oder das Ei oder eins davon von den vielen, was da genau, weiß man eben nicht. Deshalb sind diese Zahlen eben mit großer, großer Vorsicht zu genießen und das sage ich, obwohl ich eben selber schon Statistiken aufgestellt habe und an die Macht der Statistik recht ausführlich glaube eigentlich. Ja, Fuchsbandwurm ist also wirklich, wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt,
doch recht kritisch zu betrachten. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich mich irgendwo in irgendeinem Kommentar das Thema ein bisschen verharmlost habe. Ich habe zwar nicht gesagt, das ist auszuschließen, dass man den bekommt, wenn man Pflanzenmaterial futtert, aber irgendwo, ich weiß leider nicht mehr, wo der Kommentar steht, habe ich das ein bisschen, naja, zu lasch ausgedrückt. Und nach bei näherem Auseinandersetzen mit dem Thema finde ich doch, dass man da etwas vorsichtiger sein sollte. Aber das habe ich als gebührend zum Ausdruck gebracht. Also ich würde den Leuten nur bedingt glauben, die eben erzählen, dass der Fuchsbandwurm sehr harmlos sei und man ihn einfach durch Konsum von irgendwelchem Pflanzenmaterial nicht bekommen könnte oder dass halt so unwahrscheinlich ist, dass man sich da überhaupt keine Sorgen drum machen muss. Ich finde entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, wie halt eben, solange man nicht darauf angewiesen ist, jedes bisschen Grünzeug, das man findet, zu verzehren, finde ich so Maßnahmen, wie das Zeug halt eben nur aus Kniehöhe quasi ernten, durchaus als angemessen und nicht übertrieben. Alles andere werde ich wohl nicht machen an Sicherheitsvorkehrungen, was da theoretisch noch möglich ist. Gut, ich hantiere auch nicht mit toten Tieren normalerweise. Wenn ich das dann tun würde, würde ich da natürlich auch wieder aufpassen. Und grundsätzlich so allgemein, es schadet auch nichts, wenn man in der Natur unterwegs ist und mal einen Brunnen findet, sich mal die Hände zu waschen. Die sind abwaschbar, Fuchsbandwurmeier. Also auch mit stinknormalem Wasser, da braucht man auch gar keine Seife dazu, sind die abwaschbar. Auch wieder nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber es geht. So, jetzt haben wir da wieder lange dran rumgelabert an dem Thema und ich denke, das ist jetzt ausführlich diskutiert. Ihr könnt mir da gerne mal eure Meinung zu sagen und mir mitteilen, ob das jetzt für euch ein Grund wäre, nicht mehr in den Wald zu gehen. Für mich ist es das definitiv nicht, zumal ich mich ohnehin jetzt nicht so wahnsinnig gerne von dem ganzen Grünzeug, was hier so wächst, ernähre. Ich finde es halt wichtig, dass man weiß, was man davon essen kann und ja, das hin und wieder auch einfach mal trainiert. Aber ich kann mir nicht helfen, so wirklich lecker finde ich all diese vollen Blätter, die man da kauen kann, inklusive der Brennnesselsamen. Die sind ja eigentlich gar nicht so übel, aber lecker sind die auch nicht. Also, naja, das war jetzt schon wieder ein Exkurs. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wenn ihr mir irgendwas zum Fuchsbandwurm zu berichten habt, dann freue ich mich über jeden diesbezüglichen Kommentar. Macht's gut!